Willkommen zurück hier beim Super Bowl 50 zwischen den Carolina Panthers und den Denver Broncos. Nur hier bei Ran NFL. Und wir gehen direkt zurück ins Spiel. Die Denver Broncos führen mit 3:0 mit noch gut 7 Minuten im ersten Quarter. 2. und 10, Laufspiel über die Nummer 28, Jonathan Stewart. Doch sehr schnell gestoppt von der Denver Defense. Derek Wolfe hat hier die Lücke geschlossen und somit dem Lauf keinen Platz gelassen. Kein Raumgewinn für die Carolina Offense. Jonathan Stewart hat sich bei der Aktion scheinbar auch noch verletzt. Er humpelt zumindest vom Platz. Aber ich denke, es wird wieder weitergehen für ihn. Jetzt 3. und 10 für Carolina. Cam Newton, empty backfield. Es wird einen Pass geben. Viel Druck über außen und da ist der Sack. Freier Ball. Malik Jackson schmeißt sie drauf in der Endzone. Touchdown für Denver. Was ist denn da in der Offensive Line der Carolina Panthers passiert? Cam Newton kann nicht glücklich sein über diese Aktion. Die Broncos erhöhen zunächst auf 9:0. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Von Miller hier über außen fast ungeblockt. Nimmt nicht den Tackle, sondern schnappt sich den Ball, reißt den Cam Newton aus den Händen. Kann ihn selbst dann allerdings nicht festhalten, sondern der Ball rollt in die Endzone, wo sich Malik Jackson dann drauf wirft. Wobei auch Spencer Ware noch da gewesen wäre, um den Touchdown zu machen. Der extra Punkt ist gut und damit erhöhen die Denver Broncos beim Super Bowl auf 10:0.